So, guten Morgen Leute. Heute ist, glaube ich, Tag 3 in Melaka. Heute ist der 25. August und der Ben hat Geburtstag. Aber der hört es nicht, weil der hört meine Anmoderation nicht, weil er gerade Kopfhörer drin hat. Okay, er hat keine Kopfhörer mehr drin. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Na 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 na, lieber Ben. Happy Birthday to you. Yeah, bruh. Die Aussicht ist schon geil. Ja, da hat jemand Probleme damit, im Mittelpunkt zu stehen. Im Mittelpunkt zu tun Vielleicht nicht. halt mal auf mich. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Das erste, was ich gemacht habe, war eine Kakerlake zu killen. Und jetzt bin ich am Arbeiten. So, richtig geil. Ja, also richtig Ja, krasser chillig. Geburtstag. Was ist das? Was ist das Das denn? war der Kaffee. Ach, du hast ihn schon probiert, Ich habe oder? einen probiert. Ist okay. Chillig. Ist sehr süß. Ja. Also unser Airbnb ist nach wie vor ziemlich geil. Das Lustige ist, es sieht auf den Bildern und den Videos irgendwie dreimal geiler aus, als es wirklich ist. Ja, auf den Videos sieht es auch allein das Ja. Licht richtig krass aus. Also es ist jetzt nicht abgeranzt oder so, aber es ist halt irgendwie ein Ja, bisschen. nicht gut. Ja, was heißt nicht gut? Es ist halt irgendwie, fehlt so ein bisschen das Atmosphäre und die Ästhetik so. Aber ansonsten, ja, solange es auf den Videos geil aussieht, solange man flexen kann, solange ihr neidisch werdet, ist es okay. Ey, es ist Das so ist, geil hier, ihr verpasst extrem genau, viel. das ist Hast du die Aussicht gesehen? der einzige Reason von Social Media. Sowas hatte ich noch nie. Sowas gibt es auch in Deutschland nie. Falsche Grammatik. Ja, nee, also es ist halt irgendwie Melaka. Aber wir haben jetzt gar nicht so Sehr viel mitgenommen irgendwie. Was auch nicht so schlimm ist, weil es war auch gar nicht unser Plan, jetzt hier nochmal groß Melaka City Life zu erkunden. Sondern wir müssen beide arbeiten. Und auch, war auch gut, ein bisschen runterzukommen jetzt von letzter Woche Singapur, weil das ist nicht sustainable, das 15 Wochen so durchzuziehen, voll auf die Kacke zu hauen und von morgens bis abends unterwegs zu sein. Jo. Also heute vlogge ich oder vloggen wir, weil wir natürlich ein paar Sachen machen, weil der Ben Geburtstag hat. Wir werden essen gehen. Das war's. Ja, mehr kann ich nicht planen. Ja, genau, vielleicht. Also wir gehen jetzt gleich zu so einem Café, was wir gesehen haben, was sehr, sehr gut aussah. Weil da, wo wir gestern waren, das war auch nur okay. Ja, man merkt halt schon ein bisschen, dass Malaysia halt dann so einen anderen Standard hat als jetzt Singapur, was ja aber auch irgendwie klar ist. Genau, nee, aber ich finde es gut, die Woche machen wir ruhig und dann können wir in Kuala Lumpur nächste Woche wieder auch drehen. Gibt es wieder ein Gitarren-Solo als Mensch, als Person. Ja, mir keine Ahnung, Mann. Ich warte jetzt drauf, bis wir zum Kaffee gehen. Bis der Kaffee kickt und dann geht's mir hoffentlich auch wieder besser. Also selbst nach fast 2 Wochen im anderen Teil der Welt habe ich immer noch nicht gerafft, dass die hier rechts rumfahren und links rum. Und guck immer noch in die falsche Richtung. Boah, ich ist schon wieder, Alter. Aber ist so unangenehm. Ja, hatten wir ja schon hier so Aufnahmen gemacht von hier. Nee, ich glaube ein. Okay, wir zeigen euch jetzt mal ein paar Aufnahmen. Obwohl doch, ich glaube den Botanic Café, da sind wir dann vorbeigelaufen. Ja, das weiß ich nicht. Egal, jetzt zeigen wir es einfach nochmal. Also das ist halt jetzt Melaka hier. Das ist natürlich im Vergleich zu Singapur ein bisschen heruntergekommen. Ne? Aber trotzdem nicht so, also als wir hier angekommen sind, so ich wusste, was mich erwartet, aber der Ben war ein bisschen so, oh, voll deprimierend. Nee, ich wusste ja auch, wie es hier ist. Aber es ist es. Vibe war, vor allem wenn du von einer großen Stadt in so eine Stadt kommst, ist halt so ein bisschen dieses so, oh Mann, ey, die tun mir voll Ja. leid. Aber die haben ihren Spaß, die Leute. Ja, also das ist halt, das sieht halt von außen super abgefuckt aus. Und dann gehst du aber in dieses Sushi-Restaurant, so wie wir, und da ist so AC, 5 WLANs und halt geiles Essen so irgendwie, ne? Ja, nur ein krasser Kontrast. Die neuen Läden sind alle richtig krass neu und der Rest ist halt so unglaublich abgerockt. Ja. Also, ja. Ich meine, da vorne rechts, wenn du da reingeht, sieht es nochmal schlimmer aus. Ja. Color Dress Fashion. Aber es ist vollkommen machbar. Und sehr sympathisch Das ist trotzdem. machbar. Ich find's nur lustig. Also Leute, ihr habt es gehört, Melaka ist machbar. Die haben hier einen Strand, das ist ein Standort hier. Ja. Das ist ein Standort hier. Beziehungsweise ein Ort am Meer. Und die haben einfach keinen Strand so zum Baden. Das würde mich voll runterziehen. Ja. Wenn ich einfach so direkt am Meer bin, aber halt nicht ins Ja. Wasser kann. Also es ist halt nicht so das Meer wie in Italien. Aber gestern, als wir da lang gelaufen sind, hat es kurz nach Meer gerochen. Ja, Eine man Sekunde. merkt es ein bisschen durch die Luft, Ja. aber so richtig
Also ist jetzt wirklich nicht wie nur ein Strandort ist. Ja. Ich meine, außer gibt es bestimmt Strände so. Ich habe auch das Gefühl, die sind auch gar nicht mal so. Ja. Bei der Sache. Digga, du hast ausgeschlafen. Lass mich mal in Ruhe. Ich bin 4 Stunden länger wach als du. Das ist ein Rabe. Hier sind überall Raben, Alter. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es sind fast nur Raben. Ja. Ja, zum Beispiel auch noch auf sowas hier. Ich glaube, das auch, dann ist es ein Gelb. Echt? Gestern Abend. Ja. Also ich würde es hier beschreiben mit, diese Stadt wurde vor so einem Jahr evakuiert und seitdem hat sich niemand mehr hier herum gekümmert. So. Und meine Beschreibung? Warum? Ja, weil sonst. Okay. So, Tim ist ein Depp und hat jetzt aus Versehen das Video gestoppt. Ja, genau, hier waren wir gestern. Ich würde es beschreiben wie, du hast so einen Minecraft-Server mit ganz vielen Leuten und jeder macht sein eigenes Ding. Also vor allem jetzt, was die Geschäfte angeht. Du läufst hier halt rum, dann hast du da, okay, du hast da irgendwie so einen Pakistaner, der macht da so einen Standard-Imbiss draus. Dann hast du hier irgendwie so ein, das Gebäude ist ja einmal lila. Das ist ein Hotel anscheinend. Dann geht es 5 Meter weiter, da ist so eine Suppenküche, wo die irgendwie auf der Straße kochen. Dann nochmal 5 Meter weiter ist eine Bank, die aber aussieht wie irgendwie so ein, also ich kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist wirklich so, jedes, weißt du, in Deutschland ist ja so ein Restaurant, so gehst da rein, du hast deinen Essensbereich, die Küche ist so ein bisschen versteckt meistens und das war's. So, das ist, sieht immer eigentlich gleich aus, egal welches Land das Restaurant ist, welche Küche das Restaurant ist. Und hier ist halt wirklich so, ja, egal in welches Restaurant du gehst, es fühlt sich an, wie als ob du so in die Wohnung von jemandem gehst. Deshalb ist jedes so komplett anders. Aber auch sehr, sehr, hey, ist doch schattig. Achso, ja, gut. Ja, okay. Achso, ja, stimmt, Minecraft-Server. Ja, und deshalb wirkt es halt so, als ob die hier alle so den Server gejoint haben, machen so ihr Ding. Manche haben den Server verlassen, deshalb sind hier so leere Stände dann. Und genau, ja. Shoutout an die Minecraft kennen. Und ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber hier ist es überraschenderweise überhaupt nicht schwül. Also zumindest ganz wenig nur im Vergleich zu Singapur. Also es fühlt sich hier halt null an wie Regenwald. Hier ist wirklich jetzt einfach so dieses Gefühl, wie ja, du bist in Italien oder in Albanien oder Kroatien, ne? Irgendwie so europäisch und warm vom Wetter her. Und obwohl wir am Meer sind, ist es natürlich auch ein Ticken feuchter, als man es jetzt kennt. Aber in Singapur, du gehst raus und es ist wirklich so eine, wie als ob du durch so einen Wasserfall durchläufst, so. Und hier ist es einfach nur ein bisschen schwül. So nach 10 Minuten ist deine Haut einfach so komplett, du klebst einfach. Genau, genau, rein. Genau. Aber es ist nicht mal Schweiß, sondern einfach die Luftfeuchtigkeit. Und hier ist es gar nicht so. Irgendwie. Nee, also hier ist es wie in Deutschland an einem schwülen Tag so. Ja. Also wenn du in Deutschland einen ziemlich schwülen Tag erwischst, so ist es hier gerade. Aber, und hier knallt die Sonne auch deutlich mehr. Also in Singapur war, ich weiß nicht, ob es jetzt nur am Wetter lag, weil wir da waren oder ob das dauerhaft so ist, aber es war halt wirklich immer bewölkt und wenn die Sonne geschienen hat, also es war schon hell. Aber es war halt immer so ein ganz leichter Wolkenfilm drüber. Das heißt, die Sonne war nie so knallend. Hier kriegst du safe einen Sonnenbrand, wenn du nicht aufpasst. Ja. Das war in Singapur nicht so. Genau. Scheiße, Mann, wir haben das Café abgegeben. Hier, wir wollten in den Café gehen. Das sieht jetzt heute so aus. Das war gestern Abend noch da. Das war gestern Abend noch da. Nee, ist hier direkt nebendran. Aber ja, genau, das meine ich halt. Also hier bauen die jetzt was Neues. Aber dann... Wissen, so. Ja? Dazu? Guck dir das an. Oh, Junge! Moin, Croissant, Moin, Kaffee, wir gehen jetzt rein. Wenn jemand das sieht, ja, okay. Das ist die Store. Okay, ja, wir haben den Jack. Hallo! Oh ja, man, hier richtig geil essen. Wir haben den Jackpot gefunden. Oh, das KitKat-Ding sieht richtig gut aus. Yeah. Okay, wir setzen uns jetzt erstmal hin und dann mache ich weiter. Also der Kaffee klockt hier immer bei so 2 Euro für ein Cappuccino, schon mal ziemlich nice. Wir haben jetzt hier für 4 Pastries bzw. Kuchen und 2 Kaffees, haben wir jetzt 12 Euro bezahlt. Das heißt 6 Euro für ein Cappuccino und 2-mal Gebäck. Also ich hatte jetzt Tiramisu und so ein Cinnamon Roll. Und jetzt geht immer hoch. Wir bringen uns das dann gleich.
Aber das meine ich halt, der Laden ist jetzt zum Beispiel wieder komplett so, fühlt sich ja neu und modern an. Aber dann ein anderer Laden gegenüber ist halt wirklich so, dass da würdest du denken, du bist halt irgendwo, wo es nicht mal Telefonanschluss gibt. So. Oh, hier kann man richtig gut chillen. Ja, lass mal hier drüben. Grün. Ich will aufs grüne Sofa. Aber das ist heute der AC. Hä? Ich will unter das grüne Sofa, ich habe Geburtstag. Das werde ich jetzt den ganzen Tag machen. Aber richtig süß. Also hier kannst du mit dem Laptop richtig gut arbeiten, ja, Tim. Das stimmt. Das, wir machen hier auch Leute. Ich finde lustig, dass Exit hier Kellula heißt. Kellua. Also ich mache das halt hier, weil es so schön ist. Das sieht auch sehr süß aus, hier die Ecke sind. Guck mal, hier sitzen zwei Leute im Café in Singapur. Also. Ja, klar, das ist halt. Der Tim entdeckt die Wonders einer kleinen Stadt. So. Ja, ich habe eineinhalb Jahre in. Ja, und ich habe in Dieburg gelebt. Ich top deine Experience. Ja. Nein, ich meine, weil der Tim ist halt so, ja, Singapur ist so geil. Und dann gehen wir in eine kleine Stadt und der ist so, ey, Alter, hier ist ja nicht so viel los. So, ja, das ist der whole point, Alter. Ja, okay, dein Geburtstagsbonus ist gerade beendet. Ab jetzt kannst du deinen Scheiß selber bezahlen. Small. Ja, okay. Chili Crab, sag ich nur. Chili Crab. Boah, die war echt krass. Also gerade hat uns der Dude das Essen gebracht. Digga, warte mal kurz. Ich wollte hier einen szenischen Shot machen. Nee, ist alles gut. Ich find's geil, weil es ist sehr gut gemeint. Die Kaffees sind extrem voll. Oh, der Kaffee ist auch sehr gut. Okay, das freut mich. Ja, die sind halt so nett gemeint, sehr voll. Aber da passiert halt auch sowas hier beim Hochtragen. Weil guckt euch mal hier das Tiramisu an, was ich mir geholt habe. Und hier, das ist so ein Butter, Karamell, irgendein Scheiß. Und hier Cinnamon Roll und ein Schmerzens-Schokoladending. Und fokussieren fehlgeschlagen. Achso, hier. Mal gucken, wie der Kaffee schmeckt. Tim meint, der ist gut, aber ich freue mich halt auf das Tiramisu. Das sieht halt pervers gut aus. Das ist nur leider ohne Alkohol. Ja, wir sind jetzt fertig hier im Kaffee. Wir haben zwei Cappuccino getrunken pro Kopf. Das war dann mein dritter Cappuccino gegessen, ja. Vier Croissants, zwei Eclairs. Ey, ich schwöre, wir müssen eine Compilation machen, wie der Tim Türen in die falsche Richtung schiebt oder zieht. Weil das ist bis jetzt bei jedem Geschäft einmal passiert. Das ist richtig geil. So, hier ist jetzt so ein bisschen die... Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob wir hier in diesem belebten, coolen so Hafenviertel sind. Weil hier ist auch abends richtig viel los eigentlich mit Live-Musik und so. Oder ob das einfach nur so ein bisschen die Partymeile ist. Weil der Rest der Stadt, also weiter in die Richtung, ist auch nochmal ein bisschen was los abends. Aber hier ist halt schon am belebtesten, bis jetzt zumindest. Ich hab schon wieder in die falsche Richtung geschaut. Nee, Zentrum von der Stadt ist es nicht, aber also so wie die Bergerstraße zum Beispiel. Weil das sieht, also hier ist halt schon vor allem abends ziemlich belebt und auch, weißt du, das Donnerstagabend, da ist so fett Live-Musik in so einem Club oder in so einer Bar, wo so richtig viele Leute drin sind. Also auf jeden Fall mehr Nachtleben als in ganz Singapur und das hier ist nur so eine kleine Stadt. Ey, hier, das ist auch geil, weil überall hast du halt so absolute Todesfallen. Da sind sogar Fische da drin. Wo? Wo ist denn? Oh ja, so ein kleiner. Lol. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich so eine alte. Ja, ist so, Junge. Aber ja, genau, im Endeffekt muss man echt aufpassen, wo man rumläuft, weil erstens ist hier alles unterschiedliche Höhen, so überall sind so Stufen und halt diese Gullis sind echt überall offen. Also wenn du halt, du musst halt definitiv schauen, wo du hinläufst, sonst brichst du dir nicht nur den Knöchel so. Wir gehen jetzt nochmal kurz zur Post und by the way, ich habe gemerkt, wir halten die Kamera mal viel zu nah an uns dran. Ich werde jetzt immer so ein bisschen weiter weg. Genau, kurz zur Post, ein paar Postkarten abgeben. Danach habe ich auch schon wieder Call für die Arbeit und mache dann weiter den ganzen Scheiß. Genau. Und dann heute Abend gehen wir nochmal geil essen, wahrscheinlich zum Japaner. Da können wir dann. Ich glaube, das haben wir sogar gefilmt letztes. Ne, haben wir nicht gefilmt. Dann filmen wir das dieses Mal, weil der war wirklich richtig, richtig geil. Also Leute, es ist jetzt Abend. Wir haben es jetzt. Also wir wollten immer Timestamps machen. Es ist jetzt 19.37 Uhr. Wir haben beide eigentlich gut was geschafft heute. Nee. Ich habe heute gut was geschafft. Ja, doch, du hast auch was geschafft, aber nicht das, was du eigentlich machen wolltest. Und jetzt gehen wir Geburtstagsessen zu dem Japaner, wo wir schon mal waren. Und diesmal bestellt jeder vier Vorspeisen.
Das ist unsere. Wir machen exponentiell. Und ja, unsere Bestellung geht exponentiell nach oben. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben vorhin von unserem 25. Stock aus gesehen, dass es krass gewittert, also dass da krass Gewitter auf uns zukommt. Der Wind sagt auch, dass es gleich nicht abgehen wird. Genau, es ist halt auch hart windig hier. Deswegen gehen wir jetzt möglichst schnell dahin zum Japaner. Wir haben gesagt, danach gehen wir noch Bingse essen. Bingse! Das war ja klar. Ja, dann gehen wir wieder zurück und dann machen wir, glaube ich, auch ruhig. Aber muss es jetzt sein? Ja, ich würde es gerne machen. Kannst du es nicht morgen machen? Okay, fick dich. Ja, das. So seht ihr mal, wie ich mich hier verbally abusen lasse von dem. Hey Leute, wir sind jetzt im Laden und wir haben. Der ist basically komplett voll und ausgebucht, aber wir haben noch einen Tisch bekommen. Und lustigerweise ist auch genau der Tisch, wo ich eigentlich hin wollte. Das ist dieser. Jetzt kann ich mir nicht Tatami, oder? Ich weiß nicht, im Endeffekt dieser Tisch, wo du halt auf dem Boden sitzt. Wir filmen uns nachher, wenn wir gehen. Ich filme das jetzt schon. Im Endeffekt einfach cool, weil es ist so ein Sechseltisch, aber das ist halt. Wir sitzen halt hier auf dem Boden, aber dann die Füße sind nochmal so ein bisschen weiter unten. Wir haben auch keine Schuhe an und so. Die sind lecker, ja. Wollen die bestellen? Lass mich mal kurz filmen, jetzt, Digga. Da hat jemand Hunger. Digga, ich bin hier am Reden, weißt du, so. Ja, ja. Hab mal Geduld. Nee, genau, und ich hole mir auf jeden Fall wieder rohen Fisch, einfach nur weil es geil ist. Aber ist halt mega entspannt hier zu sitzen. Super nice. Ja, okay, das war's. So Leute, wir haben jetzt gegessen und sind richtig, richtig voll. Ich zeig euch mal das Schlachtfeld. Jo. Zwei Getränke. Hier roher Lachs, Miso-Suppe, Wakame-Salat, panierte Shrimps, Gyoza, Katsudon, ganz viel Sushi hier. Ich hatte Ramen und dann hatten wir noch. Haben wir noch was? Ich glaube, das war's. Ja, ja, okay. So, aber wir sind noch nicht fertig. Wir gehen jetzt nochmal in den zum Koreaner und holen uns Bingsu. Ja, das wird krass. Ich zeige euch noch kurz den Tisch, jetzt wenn wir aufstehen. Moment. So, hier. Also wir sind hier in Socken. So sieht es aus. Und da drunter ist halt ein Hohlraum. So, da kannst du dann halt deinen Scheiß hinmachen. Und mit dem Scheiß meine ich deine Füße. So. Ich muss aber sagen, es ist sehr angenehm, so mit Socken rumzulaufen im Restaurant. Ja, alles klar. Okay, Leute, ich habe gemerkt, vielleicht das Essen war schon ein bisschen viel. Wir haben uns jetzt kein Bingsu geholt. Das machen wir morgen natürlich. Die erste reasonable Entscheidung. Ja, wirklich. Zum ersten Mal habe ich mir gedacht, so weißt du was? Ich muss jetzt nicht 6 Mahlzeiten in einem essen. Nur 5. Ich hab eine weggelassen. Das ist schon mal ein Schritt zu einem menschlichen Umgang mit Essen. Aber dafür hat sich der Tim jetzt hier so ein Eis geholt. Das habe ich gestern auch gegessen. Das ist so geil. Sag mal, Herr Tim. Nein, ich will nicht, dass die Leute das sehen. Sag her. Nein, ich will das nicht. Sag her. Warte. Das ist halt... Waffel. Das ist Waffel. Schokoeis. Und dann ist oben... Nochmal so knackige... So. Es ist knackige Schokolade slash so... So richtig diese kreidige Schokolade, die im Eis noch drin ist. Aber es ist halt Triple Chocolate und es ist Triple pervers geil. Ein Canon Store, lol. Der schon seit 5 Jahren zu hat. Ja, also es ist richtig, richtig geil. Aber ich bin extrem voll, deshalb bin ich raus. Naja, hier, das ist auch geil, das ist so ein Laden, da läuft einfach, oder? Da läuft einfach immer ein Film. Also die sitzen da und essen und währenddessen läuft auf dem Fernseher immer irgendeine Serie oder so. Ist auch richtig geil. Ja, da lief letztes Mal auch irgendwie Mission Impossible oder sowas. Ah ne, das ist Dings. Hot Fuzz ist das oder so, ne? Ja, ich glaube, das ist Hot Fuzz. Ja, und das ist mega lustig. Okay.
Ja, das war's. Aber der Tag heute war eigentlich ganz gut. Wir haben gearbeitet, wir haben heute Morgen ziemlich geiles Frühstück, jetzt ziemlich geiles Abendessen. Ich hab's geschafft, dass ich keinen Bock mehr auf rohen Fisch habe. Ich hab's geschafft. Es hat irgendwie 12 Jahre gedauert, aber jetzt gerade habe ich zum ersten Mal keinen Bock auf rohen Fisch. Weil ich zu viel gegessen habe.